Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Ifilia und wir spielen Mass Effect 3. Und mein erklärtes Ziel ist, ich würde mal gerade kurz gucken, ob wir vollgetankt sind, einfach nur, weil wer weiß, wie oft man noch an ein Treibstoffdepot kommt. Mein erklärtes Ziel ist es jetzt erstmal wieder zur Citadel zurückzulaufen, zu fliegen natürlich. Wo müsste ich denn jetzt hin wegen Eden Prime? Wo ist das? Ist das das? Das ist, glaube ich, da, ne? Im Exodus-Cluster. Proteanisches Artefakt beschaffen. War, glaube ich, die Sache mit Eden Prime. Das ist dann hier so Cash. Und hier geht's zur Citadel. Denn, wie gesagt, ich habe da, irgendwie eine komplette Etage übersehen, die ich besuchen kann. Und das möchte ich natürlich jetzt erstmal machen, weil man könnte da ja auch Nebenquests kriegen. Und zum anderen möchte ich gerne mein Geld ein bisschen loswerden und einfach mal ein paar Mods kaufen, damit ich damit mal ein bisschen rumspielen kann. Das klingt jetzt irgendwie komisch. Sie dürfen andocken, Normandy. Danke. Das, benötigen Sie ein Transportmittel? Keine Ahnung. Wo muss ich denn? Hier, Präsidiums Unterhaus. Ich glaube, da konnte man shoppen. Ich brauche ein Taxi zum Präsidium. Steht umgehend zur Verfügung. War das da? Botschaften, Präsidiums Unterhaus? Ja, hier kann man shoppen. Okay. Ich will nämlich so ein paar Mods einfach mal besorgen. Zum Beispiel hier. Was hat der? Schrotflint, natürlich. Das ist gerade das, was mich nicht so interessiert. Ich möchte erstmal Sachen kaufen, die für mich interessant sind. Kann ich hier eigentlich auf meine Waffen zugreifen? Nee, ne? Schade. Okay. Erhöht den Schaden um 5% und verbessert die Konzentration beim Zielen durch kurzzeitige Verlangsamung der Welt um sie herum um 25%. Das ist ja interessant, das kaufe ich. Nein, 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 nein. Das kaufe ich. So, mach ich lieber so. MP-Magazin-Upgrade. Das kaufe ich auch. Ich bin ja voll der Präzisionsgefährt. Ah, die finde ich schon geil. Aber ich finde eigentlich die Sachen, die man sich so aus den einzelnen Sachen zusammenbauen kann, besser. Glaube ich. Kraftschaden, Aufladetempo der Kräfte, das ist alles, das passt nicht zu uns. Aber es ist... Ah! So, MP-Magazin. Ich weiß... MP, ist das eine MP, die wir da benutzen? Ach komm, wir haben es doch. So. So, jetzt laufen wir mal kurz hier runter. Hi, na, guten Tag. Eigentlich ist es unwichtig, wie ich es mache, aber ich muss ihm von uns erzählen. Moment, von uns? Von dir und mir? Das muss er doch nicht wissen. Wäre es nicht besser für ihn, wenn er glaubt, dass ihr euch einfach auseinandergelebt habt? Ich dachte, ich soll ehrlich zu ihm sein. Das bist du. Du beweist lediglich Taktgefühl und machst ihm nicht alles schmerzhaft deutlich. Ja, weiß jetzt auch nicht, was da die bessere Entscheidung ist. Ich habe keine Ahnung. So, Sie suchen eine frische, streichfähige Alternative? Nein, suche ich nicht. Ich will keine streichfähige Alternative. Na, wollt ihr reden? Warte, ihr da oben habt doch noch geredet, ne? Da geht doch das Gespräch bestimmt weiter. Eine der Universitäten schickt angeblich weitere Assistenzärzte, um uns mit den vielen neuen Flüchtlingen zu helfen. Ja, klar. Wie lange versprechen Sie uns das schon? Naja, trotzdem haben wir noch mehr Glück als die anderen Krankenhäuser. Unser Budget wurde kaum gekürzt. Scheiße, erinnern Sie mich nicht daran. Bei meiner alten Stelle wurde die Nachtschicht der Notaufnahme halbiert, bevor ich weg bin. Oh ja, das kenne ich. Sie haben nicht so viele Patienten wie die Tagesschicht. Mir liegen Zahlen vor, die das beweisen. Der typische Verwaltungshengst, der keine Ahnung hat, was auf der Station los ist. Wem sagst du das? Wem sagst du das? Okay, ja, warte mal, war hier auch irgendwas zum Shopping? Hi! Wer bist du denn? Du warst vorhin noch nicht da. Was? Wie? Hey, ich kenne sie. Shepard, richtig?
Sie sollen die Reaper bekämpfen. Matriarchin Elphita. Ach, die! Sie waren auf Ilium. Wie kommen Sie hierher? Die Reaper machen so viel Krach, dass ich mehr Sicherheit für angeraten hielt. Das ist der Grund. Wohl kaum. Ich habe ein Video gesehen, wie sie Liara anstarren. Was? Stimmt. Sicher, das ist wahr. Matriarchin Benesia war ihre Mutter. Und nun, sie weiß es nicht, aber ich war ihr Vater. Da, da, da! Ach, deswegen sollte ich mir den Namen merken. Jetzt verstehe ich, warum die so in Anführungsstrichen wichtig ist. Ihr Vater also. Sie waren also ihre andere Mutter, oder? Naja. Nein, ich habe sie nicht geboren. Wir sind uns nie begegnet. Tut mir leid. Bei den Menschen wären sie beide Mütter. Egal, wer sie geboren hat. Ich bin aber kein Mensch. Anthropozentrische Pennerin. Ey, wenn die Asari nun mal nur eine Mutter und einen Vater haben, ja, dann ist das Asari-Sache, ja, da braucht man hier nicht so, hier ist die Mutter. Okay, sie sollten reden, da bin ich aber auch der Meinung. Liara würde sie gerne treffen. Warum? Sie weiß nichts über mich. Benesia ist abgehauen, bevor die Kleine zur Welt kam. Außerdem ist sie nicht bei der Wohlfahrt, sondern eine der größten Infomaklerinnen der Galaxie. Mit fragwürdigen Verbindungen. Wie eine Freundin, die mal für Cerberus gearbeitet hat. Ich wollte bei Cerberus nur die Reaper bekämpfen. Und jetzt sind sie nicht mehr bei ihnen. Sonst kämen sie höchstens bis auf ein Lichtjahr ran an Liara. Ist das eine Drohung? Was? Ich bin keine Soldatin, aber in 1000 Jahren lernt man viele Tricks. Niemand bedroht mein Mädchen. Hallo? Wenn man ihre Arbeit mit Benesia kombiniert, die Matriarchen hätten sie töten lassen, wenn ich nicht zugesagt hätte, sie zu beobachten. Das wird nicht passieren. Ganz meiner Meinung. Ich mache diese Drecksjobs nur, damit die Matriarchen sehen, dass sie kontrolliert wird. Solange wir uns einig sind, niemand fasst mein Mädchen an. Vielleicht sind sie doch gut genug für sie. Sie möchte sie bestimmt treffen. Ja. Warten wir es mal ab. Ich bin gerade ein bisschen irritiert. Die... Ups. Die Abtrünnige. Die... Liara ist also die Tochter von Benesia und ihr. Ja. Und... soll beobachtet werden, weil sie die Tochter von Benesia... Kann mir das mal einer erklären? Und sie beobachtet jetzt... Und deswegen war sie auf Ilium. Sehe ich das richtig? Hi. Kann man... Hi, Liara. Na? Du, ich habe da Sachen über dich erfahren. Da drüben? Die Matriarchin, die mich für die Asari-Regierung beschattet? Ja, okay. Sie ist ihr Vater. Ich weiß. Hallo? Sie ist der Shadowbroker, die weiß alles. Das habe ich schon erwartet, dass sie das weiß. Aber was? Wie? Was? Woher? Sie wissen? Ich bin eine gute Informationsmaklerin. Sie wollen nicht mit ihr über die Beschattung reden? Dann würden sie mir wahrscheinlich jemanden schicken, der mir nicht so wohlgesonnen ist. Außerdem, jetzt ist nicht die Zeit für Familientreffen. Ja, aber dazu bringen, mit ihr zu reden, ihre Entscheidung. Ja, warum will die Asari-Regierung sie beschatten? Haben die Angst vor ihr? Ja, ich meine, gut, mit als Informationsmaklerin, / im Geheimen sogar Shadowbroker. Jo, Informationen sind schon eine gefährliche Sache. Aber ich möchte trotzdem, dass sie mit ihrer Vaterin redet. Liara. Na gut. Ich liebe es, Familien zusammenzuführen. Hoffentlich prügeln die sich jetzt nicht oder so. Ich will mal kurz... Du kannst es den Matriarchen nicht verübeln, dass sie dich beobachten. Ich bin nicht meine Mutter. Du hast gedroht, jemanden mit Geisteskraft lebendig zu häuten. Ich musste erreichen, dass sie mich ernst nehmen. Ich hätte es nicht wirklich getan. Und du hast mein Büro auf Ilium verwanzt. Das wäre die logische Schlussfolgerung, oder?
Achso, ich dachte, da kommt noch was. Oh, wie süß, die beiden. Die mögen sich. Okay, krass. Aber jetzt verstehe ich, warum man mir gesagt hat, dass ich mir den Namen merken soll. Hi, na? Wie geht's euch so hier? Wohngebiet? Was? Nee, ich, eigentlich wollte ich weiter shoppen. Folge schon wieder fast um. Nein, gar nicht wahr, aber... so viele Sachen hier, die passieren können. Hi, Edi, na? Ich habe hier mit zahlreichen batarianischen Flüchtlingen gesprochen, Shepard. Es interessiert Sie vielleicht, dass Sie viel umgänglicher sind, sobald Sie nicht mehr unter der Beobachtung der Hegemonie stehen. Ach, okay. Verzeihung, Shepard. Ich durchforste gerade Dateien und Videos zum Thema menschliches Verhalten. Ich habe 1,24 Millionen Fenster geöffnet, aber Ihr Anliegen ist mir wichtig. Bitte warten. Ist es an der Zeit, zur Normandy zurückzukehren? Ich erhalte mit zunehmender Häufigkeit unsittliche Anträge. Ja, verständlich. Ist es an der Zeit, zur Normandy zurückzukehren? Ich erhalte mit zunehmender Häufigkeit unsittliche Anträge. Ja, dann solltest du dir was anziehen. Willkommen bei... Okay, was haben wir hier? Pistolenmagazin, Pistolen, Pistolen, Sturmgewehr. Ich glaube, Sturmgewehr ist das, was ich gut finde, oder? Wenn Sie das Beste wollen, kommen Sie erhöht zu Kassa. Reservemunition, Hammer. Ach, weißt du was? Alle Produkte sind herabgesetzt. Bei uns gibt es Kriegsrabatt. Guck mal, wie viel Kohle wir haben. Der Gewinn aus. Und das Spiel ist erst am Anfang. Die Panzerungen sind auch irgendwie cool, aber damit muss ich mich noch ein bisschen näher beschäftigen. Willkommen in der Sitte der Geschenkeboutique. Alle Einnahmen von heute kommen den turianischen Kriegsbemühungen zugute. Oh, das ist eine gute Idee. Ich finde es gut, dass die Geschäftsführung so etwas durchführt. Mein Mann ist auch gerade im Einsatz. Oh, Sie sind mit einem Turianer zusammen? Nein. Nein, bin ich nicht. Mein Mann ist Krogan. Oh, na das ist ja großartig. Hoffentlich weiß er, gegen wen er kämpfen soll. Wie bitte? Boah. Ich wollte nicht. Also, ich hab nur... Mein Mann riskiert jetzt gerade sein Leben, um uns zu beschützen. Das ist ein Lieber. Tut mir leid. Das war gedankenlos und es tut mir wirklich leid. Schon in Ordnung, ich versteh's ja. Manchmal überrascht es mich selbst. Wie auch immer. Möchten Sie denn etwas kaufen? Ja, ja natürlich. Für unsere Truppen tue ich alles. Okay. Willkommen bei Nos Astra Sportartikel. Sportartikel. Erhöht Schaden. Ich weiß nicht, ob ich... Schießt mit Nos Astra. Also das ist auf jeden Fall interessant, weil, also für mich, ja, ich bin noch nicht so hin und her gerissen. Schick. Okay, hier MP, Großkaliber. Komm, wir kaufen das jetzt einfach so. Oh, hi, du bist ja auch hier. Okay, dann halt nicht. Jetzt ist... Hier war doch letztens noch so viel hier irgendwie so Explosion und bla und jetzt ist es weg. Das scheint doch ein Bug zu sein. Naja, gut. Was haben wir hier? Zielfernrohr sind immer gut. Das finde ich alles super hier. Oh Gott, bald haben wir kein Geld mehr. Ist egal. Wir werden neues Geld machen. Indem wir Quests machen. Ich weiß sowieso nicht, wieso ich so viel Geld zur Verfügung habe. Ist das nur ein Überbleibsel vom ersten Teil, weil ich da so viel Sachen gesammelt habe und so? Oder ist das einfach so? So habe ich jetzt hier alle Geschäfte leer gekauft. Ich glaube, ich gehe doch nochmal da zurück und kaufe die. Ja, ich kann ja auch nochmal in diesen Spectre-Shop gehen, weil die Sachen waren ja unglaublich scheiße teuer. Und da hatte ich ja damals schon nicht genug Geld und jetzt sowieso nicht mehr, weil ich ja jetzt alles quasi gekauft habe. Ja, muss ich nochmal gucken. So, hier waren ja keine Geschäfte, ne? So. Da oben wollte ich jetzt doch nochmal den einen Mod kaufen, auch wenn da Schrotflinte steht. Vielleicht hat ja irgendjemand... Mag irgendjemand von meinen Teammitgliedern Schrotflinten nennen? Automatischer Fischfütter. Der ist so teuer! Wir lassen Sie nicht im Regen stehen. Fragen Sie nach unseren Rundumgarantien. Der ist so teuer! Mann! Wenn ich wieder ein bisschen mehr Geld habe. Vielleicht bleiben die Fische hier am Leben. Okay, so, wo kann ich hin? Bucht D24, das ist aber doch nicht... Wie komme ich denn jetzt da zu diesen... Alten
Citadel-Botschaften, Docks Wartebereich. Also es muss ja entweder da sein oder da. Wo die Flüchtlinge sind. Ich gehe mal da kurz hin. Weil... Aber das war irgendwie E irgendwas, nicht D irgendwas. Deswegen, ich bin gerade ein bisschen irritiert, wie man denn da hinkommt. Ach, guck mal. Hi, war ich hier schon? Nee, war ich nicht. Doch, das können wir. Sagen Sie Ihren Freunden, Sie sollen Ihr Schiff aus der Andockbucht manövrieren. Warten Sie bitte. Meine Familie ist an Bord. Lassen Sie sie landen. Ich bezahle auch dafür. Es geht nicht um Geld. Die Bezirke können keine weiteren Flüchtlinge mehr aufnehmen. Wir haben einfach keinen Platz. Vorhin haben Sie Asari reingelassen. Da hatten wir noch Platz. Wo soll meine Familie denn hin? Ich weiß es nicht, okay? Hier kann sie jedenfalls nicht landen. Sie können die Leute nicht abweisen. Doch, das können wir. Sagen Sie Ihren Freunden, Sie sollen Ihr Schiff aus der Andockbucht manövrieren. Warten Sie bitte. Meine Familie ist an Bord. Aus aktuellem Anlass. Ich bezahle auch dafür. Können Sie nicht doch noch ein paar Leute mehr unterbringen, Officer? Und wer zum Teufel sind Sie? Oh, Commander Shepard. Wenn Sie dieser Ansicht sind, dann werde ich einen Platz für Sie finden. Meine Familie kann also andocken? Natürlich. Commander Shepard hat Ihrer Familie die Freigabe erteilt. Aber Sie sollen sich beeilen. Ich danke, Commander. Vielen Dank. Ja, ja. Mehr kann ich, glaube ich, auch nicht machen. Okay, hi. Mit dir kann ich nicht reden, okay. Was? Commander Shepard, was ist mit mir? Na toll. Ich habe nur meinen Namen gehört. Das klingt so, als würde man sagen, ja, ach, kommt hier doch mal. Oh, sind das alles die, die vermisst sind oder die... gestorben sind? Nee, vermisst, okay. Oh Mann, das ist voll traurig. Kennen wir davon jemanden? Guck mal, da ist Thane. Oder sein Sohn, keine Ahnung. Oh, das ist so traurig. Okay. Ach, guck mal, hier haben wir noch eine Avina. Nee, wie heißt sie? Doch, Avina, ne? Hallo, Commander Shepard. Willkommen in Andockbucht E24. Diese Ebene wurde zur Beherbergung der zahlreichen Neuankömmlinge auf der Citadel umfunktioniert. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in diesem Bereich stets die Sicherheitsprotokolle befolgen. Aber sicher das. Erzählen Sie mir was über die Flüchtlinge. Wie viele sind hier gestrandet? Persönliche Informationen über Einwohner dieser Anlagen werden ohne vorherige Genehmigung nicht preisgegeben. Aber seien Sie sicher, die vom Citadel-Rat zugeteilten Räumlichkeiten erfüllen die derzeitigen Erfordernisse problemlos. Problemlos? Absolut. Außerdem haben Anfragen auf Verlegung oberste Priorität. Die Citadel bemüht sich sehr, für alle eine optimale Lösung zu finden. Okay. Gibt es örtliche Besonderheiten hier? Was gibt es hier sonst noch? Dieses Hochsicherheitsdock war früher für Lieferungen der Allianzbotschaft reserviert. Aber Ratsherr Udina hat kürzlich einen Antrag im Rat gestellt, dass hier Notbehausungen für Zivilisten errichtet werden. Ist ja eigentlich eine gute Sache, ne? Obwohl wir ja Udina nicht mögen. Und wie hat der Rat reagiert? Der Antrag wurde einstimmig angenommen. Das ist aber nett. Seitdem haben alle wichtigen Spezies finanziell zum Betrieb dieses Bereichs beigetragen. Oh. Okay, Sicherheitsprotokolle, was bedeutet das? Was sind diese Sicherheitsprotokolle, an die ich mich halten muss? Können Sie mir etwas über die Sicherheitsprotokolle erzählen? Aufgrund der vielen neuen Zivilisten und Verwaltungsmethoden werden An- und Abreise in diesem Bereich sorgfältig überwacht. Diese prophylaktischen Maßnahmen dienen nur der Sicherheit der ständigen Citadel-Bewohner. Okay, auf Wiedersehen. Danke, Evina. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte wieder an mich. Aber gerne doch. Gut. Da war ich hier schon. Redet der mit jemandem? Oh, da läuft jemand. Aber da können wir nicht hin. Okay. Dann gehen wir mal hier weiter. Verzeihung, wie war gleich nochmal Ihr Name? Dekar. Christoph Vasseur. Warte, wo? Was? Ach, da. Wie lange sind Sie schon hier? Keine Ahnung. Ich bin nicht in...
Ich weiß auch nicht, wie lange es her ist, seit ich aus Lyon entkommen konnte. Kennen Sie Lyon? Nein. Oh. Ja, die Batterianer sind wohl offensichtlich doch ganz nett, solange die nicht unter ihrer Fuchtel dieser Regierung stehen oder halt so Arschlöcher sind halt, ne? Hoffe ich zumindest, dass das so ist. Aber es hat ja vorhin... Wer war denn das nochmal? Irgendjemand hat das doch gesagt. Guck mal hier, wie schön alle Spezies miteinander... Ich hoffe, die haben Spaß miteinander und sind nicht gerade irgendwie wild am Diskutieren und sich am Streiten. Hi! Du möchtest dich auch nicht mit mir unterhalten, okay. Meine Güte, hier sind aber viele Leute. Vor allem Batterianer und Menschen irgendwie. Haltet durch, meine Brüder und Schwestern. Wir haben schon früher Widrigkeiten überstanden. Das ist nur eine weitere Prüfung. Denkt an die Pfeiler der Stärke, die unser Volk aufrechterhalten. Zeigt der Galaxie unsere Entschlossenheit. Ich weiß, dass euer Glaube geschwächt ist. Unsere Regierung ist gefallen. Aber wenn ihr die Pfeiler der Stärke in eurem Herzen behaltet, bitte, gebt nicht auf. Die Pfeiler der Stärke brauchen wir also. Okay, was haben wir denn hier? Bitte beachten Sie beim Kauf sämtliche Kassen. Kampfschaden, wen interessiert das denn? Schrotflintenkram. Oh, so viel Geld haben wir nicht mehr. Ist egal, ich kaufe das jetzt alles. Zu viel Geld ausgegeben, oh mein Gott. Ich hoffe, das kriegen wir nochmal rein. Aber wir haben ja auch noch gar nicht so viele Sachen gemacht, ne? Theoretisch müssen wir ja noch viel mehr Geld verdienen. So. Das ist hier offensichtlich der batterianische Bezirk. Und, ja. Was soll ich dazu sagen? Baracken halt. Ach, hier haben wir auch noch Batterianer? Nee. Was ist hier? Krankenbezirk? Asari und Salarianer. Und Turianer. Und was haben wir hier? Ein Menschen? Sieht so aus nach einem Menschen. Vielleicht ist das hier der Krankenbezirk. Die sehen ja nicht besonders gesund aus hier. Ach, hi. Kelly Chambers! Hey! Na? Yeoman Kelly Chambers. Shepard, Sie sind's. Ich könnte Sie umarmen. Machen Sie doch. Freut mich auch, Sie zu sehen. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Ohne meine Cerberus-Kontakte wusste ich nicht, ob sie die Invasion überlebt haben. Sie haben Cerberus verlassen? Sehr gut. Sehr gute Entscheidung. Sie sind nicht mehr bei Cerberus? Die Arbeit mit ihnen hat mir die Augen geöffnet. Und ich habe lange über Cerberus nachgedacht. Ich konnte nicht guten Gewissens bleiben. Sie haben mich zum Gehen inspiriert. Kommen Sie mit mir. Aber nicht als deinen früheren Job, weil da steht jetzt eine neue und die finde ich cool. Kommen Sie zur Normandy zurück. Nichts täte ich lieber. Bitte glauben Sie mir das. Aber ich kann nicht. Die Entführung durch die Kollektoren. Ich durrlebe das jede Nacht. Kann Joker verstehen. Läuft raus. Eine kalte Hand zieht mich zurück. Sie sind über mir. Um mich herum. Sie stecken mich in einen Sarg. Und ich bin erleichtert. Sie berühren mich nicht mehr. Aber es ist eng. Keine Luft zum Atmen. Ewig lang. Ich habe Menschen schmelzen sehen. Oh Gott. Hey, alles gut. Ich bin okay. Aber ich kann nicht mehr auf die Normandy. Tut mir leid. Schon gut. Und selbst wenn ich könnte, sollte ich nicht. Ich bewege hier etwas. Was macht sie denn? Endlich lohnt sich mein Psychologiestudium. Ich kann Leuten in Zeiten wie diesen helfen. Das ist toll. Cerberus hat sie einfach so gehen lassen? Mag Cerberus es, wenn Mitarbeiter verschwinden? Nein, gar nicht. Aber sie haben im Moment wichtigere Sorgen als mich. Ja, die Weltherrschaft an sich zu reißen. kümmern Sie sich um die Flüchtlinge, das ist eine sehr gute Sache.
Aber wechseln Sie Ihre Identität ist natürlich auch eine gute Sache. Ich sehe, Sie leisten hier gute Arbeit. Machen Sie so weiter. Danke, Shepard. Das werde ich. Es freut mich, dass Sie mich gefunden haben. Jetzt passt wieder alles. Oh, und Ihre Fische. Niemand hat sich während Ihres Arrests darum gekümmert. Also habe ich das gemacht. Ich schicke sie Ihnen. Oh, ich muss gehen. Bitte seien Sie vorsichtig. Oh, heißt das, wir haben jetzt wieder ganz viele Fische? Vielleicht lohnt es sich doch, den Fischfutterer zu kaufen, ha? Jetzt, also ich meine, wenn die jetzt alle sterben, das ist dann schon sehr dramatisch, oder? Oh. Mann, jetzt habe ich aber so viel Geld ausgegeben. Ich glaube, ich habe gar nicht mehr genug, oder? Keine Ahnung. Oh, wer ist das denn? Dana Woske. Kennen wir den? Das frage ich mich gerade echt. Kennen wir den? Wow. Arya hat nicht geflunkert. Der große Commander Shepard an einer Leine. Ich habe eigene Gründe für mein Hiersein, Woske. Aber natürlich. Wie auch immer, sagen Sie ihr, ich sei beeindruckt. Aber um Geschäfte zu machen, muss erst mein kleines Problem gelöst werden. Und das wäre? Ein turianischer General namens Oraka hat es auf die Blue Suns abgesehen. Er beschwert sich massiv über unsere Aktivitäten in diesem Sektor. Sobald Oraka tot ist, kann Arya über meine Leute verfügen. Und was verschweigen Sie mir? Hinter Orakas Beschwerden steckt doch bestimmt mehr. Wir machen lediglich kleine Überfälle entlang der Handelsrouten. Mit Aryas Zustimmung übrigens. Oraka ist nichts als ein militärisches Fossil, das aus dem Ruhestand zurückgekehrt ist, um die glorreichen Tage wieder aufleben zu lassen und seine Existenz zu rechtfertigen. Sein Verlust schadet Ihrem Krieg nicht, aber die Dienste der Blue Suns, nun, Sie wissen ja, wie wir arbeiten. Ich werde nicht für Sie töten. Sie glauben wirklich, ich würde einen turianischen General liquidieren? Arya scheint es zu glauben. Warum hätte sie sie sonst hergeschickt? Sie kannte den Preis. Klären Sie das untereinander. Hallo? Und, sagen Sie Arya, dass ich immer noch mit ihrem blauen Hintern in meinem Bett rechne. Boah, was ist denn das für ein ekliger Arsch? Was gibt's denn, Shepard? Wussten Sie davon? Könnten Sie etwas präziser sein? Dana Woske erwartet, dass ich General Oraka töte. Wen interessiert, was Woske will? Oraka muss doch nur damit aufhören, seine Aktionen zu stören. Ich dachte, wenn Sie mit Oraka reden, können Sie ihn dazu bringen, dass er sich zurückzieht. Und wenn er nicht vernünftig wird, rufen Sie mich und ich kümmere mich darum. Das ist doch genau dasselbe. Ich sehe da keinen Unterschied. Der Unterschied ist, dass ich ihm die Chance gebe, sein Leben zu retten. Klar. Und warum haben Sie mir das nicht selbst gesagt? Weil Woske Sie persönlich sehen musste, um zu erkennen, mit wem er es zu tun hat. Außerdem könnte ich es nicht ertragen, wenn mir der Dreckskerl nochmal auf die Titten starrt. Dann würde ich ihn nämlich umbringen. Ja, er hat erwähnt, dass ich mit ihm schlafen werde. Wir haben alle unsere Wahnvorstellungen. Okay. Oh, der Typ ist eklig. Überprüfen wir mal die Medigel-Vorräte. Jawohl, Sir. Und haben wir schon was vom Krankenhaus gehört? Oh, da ist Garrus. Die Chirurgen dort sind alle beschäftigt. Bleiben Sie dran. Einige der Verwundeten haben nicht mehr viel Zeit. Okay, hier ist offensichtlich der Tod. Was? Shepard VI? Was? Und was ist das? Eine Verkäuferin. Okay, warte, ich möchte erstmal mit Garrus reden. Hi. Na? Shepard? Was ist los? Der Rat nimmt unsere Verwundeten auf. Sie können sonst nirgends hin. Wie schlimm ist es? Mehr Tote als Verwundete. 85% gefallen. Mhm. Wir brauchen bald eine Leichenhalle. Reaper verursachen keine Fleischwunden. So schlimm? Sind die Verluste so hoch? Unsere Fronteinheiten werden in Zugstärke auf einmal ausgelöscht. Scheiße. Ein einziger Reaper vernichtet 9 oder 10 mit einem Angriff. Ja. Das ist ein Gemetzel, kein Krieg. Das war zu erwarten. Die Reaper sind nicht umsonst so gefürchtet. Und wir wissen jetzt warum. Ihr Leid lindern? Was heißt das? Tun Sie Ihr Bestes für sie. Ein paar kommen sicher wieder auf die Beine. Aber der Rest? Mehr als Mitgefühl haben wir nicht. Was Neues von Ihrer Familie? Nein, aber ich hoffe weiter. Was ist mit Ihnen? Auch erste Verschleißerscheinungen? Ups. Hallo? Mir geht's gut. Hab mich aber auch schon besser gefühlt.
Aber ich bin doch schon sowieso, ich bin doch fast ein Roboter innerlich. Ganz ehrlich, es war hart. Vergessen Sie bloß nicht, Luft zu holen. Der Krieg ist längst nicht vorbei. Ja, das stimmt allerdings. Das Spiel hat ja gerade erst angefangen. So, was macht hier eine Shepard VI? Vor sich sehen Sie das VI-Modell 1.7 AGB, Commander Shepard. Sprechen Sie bitte einen Verkäufer an, damit er eine Demonstration für dieses Modell freischaltet. Warum spricht meine VI mit einer Stimme, die nicht meine ist? Und was kann man mit so einer VI Ja, also, hallo? Ich glaube, ich soll mit dir reden. Haben Sie eine Kopie? Was? Meinen Sie die auf Basis der Kriegsheldin? Wir haben sie gesperrt, nachdem ein Kind Limonade über der Hardware verschüttet hatte. Ich schalte sie frei, aber lauffähig ist nur die Demo-Version. Und was bedeutet das? Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich bin Commander Shepard, Allianz Navy. Hi, na? Das Extranet sagt, Sie gehören zum Allianz-Militär. Passen Sie da draußen auf sich auf, Officer. Danke. Es gibt nichts, was diese Galaxie nicht besiegen kann, wenn wir alle zusammenhalten. Chaka. Außer die Reaper. Haben Sie schon mal gesehen, wie groß die Dinger sind? Nee, ich habe noch nie einen Reaper gesehen. Meine Persönlichkeitsmatrix kann berechnen, was der echte Commander Shepard sagen würde. Die Trefferquote beträgt 7%. Was? Ich habe einen Flugsimulator für die SSV Normandy vorinstalliert. Okay. Haben Sie Haustiere? Ich glaube, Varen würden gut zu Ihnen passen. Ich habe einen Hamster und Fische. Es ist immer schön, Sie zu sehen. Danke. Hallo mal wieder. Hi. Hat Ihnen schon mal jemand gesagt, dass Sie ganz toll aussehen, Soldatin? Okay, das... Nein. Tschö. Okay, aber es ist zum Glück ja nur so ein Hologramm, ne? Und nicht irgendwie was mit mobiler Plattform, ihr wisst schon. Was haben wir denn hier noch so? Sonst will keiner mit mir reden. Oh, ein Kartentisch. Okay, der auf der Normandy sieht aber schöner aus. So. Da oben sind noch welche, aber da kommen wir offensichtlich nicht hin. Hier läuft noch einer hin und her. Aber das hat wohl auch nichts zu sagen. Gut, dann haben wir hier, glaube ich, jetzt auch alles gesehen, oder? Sagt mir, wenn ich falsch liege. So. Ich hoffe, die streiten nicht, sondern die lachen bestimmt über lustige Sachen. Okay, dann haben wir jetzt noch eine Nebenmission gekriegt und wir haben Kelly Chambers wieder gesehen. Krasser Scheiß. Und wir haben natürlich geholfen, dass hier jemand doch noch mit seiner Familie flüchten kann. Ach, ich fühle mich so gut. So, ich möchte... Ach, die Folge ist eigentlich schon zu Ende, aber ich möchte gerne noch diesen Fischfütterer kaufen. Wenn ich denn noch Geld habe. Ich glaube, ich habe kein Geld mehr, ne? Ich habe jetzt so viel gekauft. Ich will das gerade testen, ob ich noch genug Geld habe. Weil es wäre jetzt echt schade, wenn die ganzen Fische tot sind. Habe ich bestimmt nicht mehr genug Geld. Doch, ich habe noch Geld. So. Okay, jetzt habe ich kein Geld mehr. Das ist natürlich sehr wichtig, dass die Fische überleben, ihr wisst schon. Das Universum geht zugrunde, da müssen wenigstens die Fische überleben. So, in der nächsten Folge möchte ich gerne noch hier auf die Botschaften, weil da waren wir auch schon lange nicht mehr. Außerdem möchte ich da mal in diesem Spectre-Shop vorbeigucken. Ich kann mir zwar nichts leisten, aber irgendwie kann ich mich erinnern, dass ich da nochmal hin soll. Und hier sind wir dann am Anfang rumgelaufen, ohne so richtig zu wissen, was wir eigentlich machen müssen. Vielleicht haben wir noch ein paar Nebenquests übersehen oder so. Auf jeden Fall... Ja, sehen wir uns in der nächsten Folge. Wir sehen uns. Ciao!